Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem ersten Video zu Serial Cleaners. Das Spiel stelle ich euch deswegen vor, weil ich da, ja, sag ich mal, doch relativ viel Potenzial sehe. Ist relativ selten, dass ich solche kleinen Indie-Titel hier mit aufnehme, aber es gefällt mir sehr, sehr gut und es kam halt auch sehr, sehr gut auf der Gamescom an. Und das ist, glaube ich, Grund genug, euch einfach mal ein bisschen näher auf die Serial Cleaners zu bringen, weil es alleine schon storymäßig, finde ich, wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte ist. Das Spiel selbst ist ein Nachfolger des bereits 2017 erschienenen Titels Serial Cleaner, also ohne S, ne? Da ging es nur um einen Cleaner und erschien damals für Windows, Mac und Linux, also auch nicht für die Konsole. Noch ein Grund vielleicht, das Ganze euch vorzustellen, entwickelt vom Indie-Studio Draw Distance. Und damit schauen wir natürlich auch wie immer zuerst auf den Entwickler. Draw Distance ist ein polnisches Indie-Studio. Früher waren sie bekannt unter dem Namen iFund4All. Seit über 10 Jahren im Geschäft, haben einige Indie-Preise abgeräumt, also auch da haben sie sich wirklich mit Ruhm bekleckert und haben auch schon mit großen Studios wie zum Beispiel Microsoft, Parallax Interactive oder Curve Digital zusammengearbeitet. Also haben sie auch Expertise von großen Studios auf alle Fälle mit an Bord. Damit schauen wir in das Setting natürlich hinein von Serial Cleaners. Es ist ein Top-Down-Stealth-Action-Game und angesiedelt ist das Ganze im Big Apple, also New York, in den 90er Jahren. Die Story, die hinter Serial Cleaners steckt, und hier wird es wirklich speziell. Und zwar müssen wir Mordschauorte der Mafia reinigen. Wir sind also die Spezialisten, die gerufen werden, wenn mal wieder so einiges aus dem Ruder gelaufen ist. Und das Ganze halt in einer ziemlich durchgeknallten 90er-Jahre-Kulisse, ganz im Stil so von Filmen wie Pulp Fiction, Reservoir Dogs, also das, was damals in den 90ern so in war, das ist hier ja der große Pate für die Tatortreinigung. Und wir erkennen es wirklich aus vielen Filmen, wenn dann die Cleaner gerufen werden. Aber was machen die Cleaner genau? Das werden wir hier also wirklich am eigenen Leibe erfahren. Und damit schauen wir auch auf die Cleaner selber. Wir haben nämlich diesmal statt nur einem Cleaner gibt es insgesamt 4. Bob, das ist der Anti-Held aus dem ersten Teil, ist natürlich wieder mit an Bord. Aber obendrauf gibt es halt 3 neue Cleaner, die auch immer bestimmten Maps zugewiesen sind und halt jeweils ein einzigartiges Skillset haben. Wir haben da zum Beispiel Aaron Reed, auch bekannt als Viper, die eine sehr talentierte Hackerin ist. Oder Psycho ist ein sehr exzentrischer Cleaner. Ich meine, er trägt eine Kettensäge unterm Mantel. Geht es exzentrischer? Ich denke nein, ne? Also wer mit der Kettensäge unterm Mantel herumläuft, ist mir auf alle Fälle suspekt. Dann haben wir noch Latisha Thomas, die ist sehr agil, muss sie aber auch sein, denn sie versteckt sich nicht so gerne, ne? Verstecken ist nicht ganz so ihr Ding, deswegen muss sie halt zusehen, wie sie so ja, die Sache einer Tatortreinigung bewältigt, ohne erwischt zu werden. Dann hilft es, wenn man wahrscheinlich ganz gut über Regale und Co. springen kann. Das Gameplay ist ganz nach dem Motto, bewege dich still, reinige ohne Emotion, verschwinde spurlos. Und das bedeutet aber auch für uns, wir können ganz verschiedene Herangehensweisen nutzen. Die nicht-lineare Story bietet auch Dialoge mit Auswahl und dementsprechend auch Konsequenzen. Das finde ich sehr, sehr gut, gerade bei so einem kleinen Studio, dass wir hier wirklich auch noch Dialoge haben, wo wir uns entscheiden können und dann dementsprechend die Konsequenzen tragen. Und das könnte eventuell dann natürlich auch den Wiederspielwert, hoffe ich mal, erhöhen. Wir müssen nun also mit einem Cleaner, mit seinen ganz speziellen Skills und Möglichkeiten, die er hat, einen Tatort säubern. Und dabei gilt es, so nennen es die Entwickler, Probleme zu lösen und keine Puzzles. Es geht um die Problemlösung, nicht um Puzzlelösung. Und verwendet euren Cleaner-Sense, um taktische Entscheidungen zu treffen. Soweit, so interessant. Und noch cooler wird es beim Grafikstil. Ihr seht ihn ja schon so ein wenig im Hintergrund. Und der Grafikstil ist nämlich komplett inspiriert von Jean-Michel Basquiat. Ich denke mal, da es ein französischer Künstler ist, dass das ungefähr die korrekte Aussprache sein wird. Das ist halt ein Künstler für Street Art, Postmoderne und die Entwickler sagen auch hier, dass er seiner Zeit um Jahre voraus war und versuchen wirklich seinen Stil der Street Art und Moderne hier im Spiel unterzubringen, was in meinen Augen auch relativ gelungen aussieht. Damit kommen wir natürlich dann zu den ganzen kleinen anderen Fakten, die interessieren. Sprachausgabe. Sprachausgabe natürlich nur Englisch. Wie gesagt, das sind immer relativ hohe Kosten, die auf so ein Studio zukommen, das Ganze zu lokalisieren. Und deswegen gibt es das hier rein auf Englisch. Allerdings, Entwarnung, ihr habt deutsche Texte, deutsche Menüs. Also ihr müsst
leider, ja, sage ich mal, bei den Dialogen dann so ein bisschen mitlesen. Aber ihr habt ansonsten halt menümäßig ein deutsches Spiel für euch, habt deutsche Texte. Das ist schon mal sehr gut. Nächster Punkt, Singleplayer, Multiplayer, ganz schnell abgehakt. So wie einige Punkte, die wir hier gleich schnell abhaken können. Ist natürlich ein reines Singleplayer-Spiel. Es sind keine DLCs dafür geplant. Wer weiß natürlich, wenn das Ding sehr erfolgreich ist, kann sich der Entwickler dort ist es wahrscheinlich noch überlegen, da dann doch noch vielleicht ein paar Tatorte mit hinzuzufügen. Momentan aktuell ist das Ganze aber nicht geplant. Und wann dürft ihr denn anfangen, New York von Leichenteilen und Blutlachen zu säubern? Am 22.09. Am 22.09. geht es los und die Plattformen, derer das Spiel angeboten wird, sind riesig. Denn wir haben zum einen Steep, wir haben den Epic Games Store, wir haben GOG, ich nenne es immer GOG, G-O-G, ne? Ihr kennt das ja über die Spieleplattform. Das Ganze erscheint dann natürlich auch für die Konsolen, für die Xbox One, für die Xbox Series, also XS, PlayStation 4, PlayStation 5 und die Switch kommt auch noch oben drauf. Das ist auf alle Fälle eine riesige Liste, meine Zahnbürste fehlt wieder bei der Unterstützung, aber das bin ich mittlerweile gewohnt. Und damit kommen wir natürlich auch zum Preis, denn der ist natürlich auch sehr, sehr interessant. Liegt momentan aktuell bei ca. 15 Euro. Es haben noch nicht alle Plattformen wirklich die Preise veröffentlicht. Ich denke mal aber, dass das wahrscheinlich sogar über alle Plattformen hinweg sein wird. Also nicht nur die PC-Plattform, sondern hoffentlich auch die Konsolenplattform. Aber da ja immer noch die Lizenzgebühren anfallen, kann das natürlich gut sein, dass der Titel dort teurer ist. Aktuell war leider der Preis noch nicht zu sehen, obwohl das Spiel ja bereits diesen Monat erscheint. Spieldauer wäre ich sehr, sehr gerne drauf eingegangen. Habe ich aber leider keinerlei Infos zu, wie viele Tatorte wir insgesamt reinigen werden, wie lange es dauert, wie hoch, wie gesagt, vor allem der Wiederspielwert ist, dass sich das vielleicht lohnt, auf eine andere Art und Weise anzugehen. Interessant ist es in meinen Augen auf jeden Fall. Ich finde die Idee der Tatortsäuberung wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ich finde das eine ganz, ganz geile Idee. Gefällt mir riesig. Ich werde mich also darauf dementsprechend freuen. Am 22.09. Ich werde dementsprechend auch für euch streamen. So einen kleinen Release-Stream, dass, wenn ihr euch nicht entscheiden konntet für das Spiel, dann nochmal ja, in den Stream hineinschauen könnt und sagen, okay, das ist was für mich, das hole ich mir oder ich skippe es halt. Eure Meinung. Schreibt mir mal eure Meinung dazu, was ihr von der Idee haltet, ob ihr das Spiel irgendwie auf dem Schirm hattet, weil ich denke mal, dass das viele nicht auf dem Schirm haben. Noch ein Grund dann für dieses Video hier zu machen, damit es halt auch hier ein bisschen mehr eventuell ja, Aufmerksamkeit von euch bekommt. Ich danke fürs Dabeisein. War das Video interessant? War es hilfreich für euch? Würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr den Daumen nach oben da lasst, wenn ihr den Kanal abonniert. Falls noch nicht getan, dann verpasst ihr hier weiter kein neues Video. Ich danke euch und sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming, euer Goody. Four people sharing a table on a New Year's Eve. A plate full of troubling memories. And a bitter taste of regret. Mother, should I run for president? 505 Games and Draw Distance are proud to present Serial Cleaners. Of loyalty, betrayal, and crime. Lots of crime. The past they share is all that stands in the way of redemption. If you remember the 90s differently, their dirty work is the reason why.